Und damit bei dieser wundervollen Musik. Willkommen zurück zu Paper Mario und wir steigen jetzt auf den Sternstuppengipfel. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich laufe hier erstmal rum. Komm, hier muss es was geben. Komm, ich kann es mal. Nein, falsch. Wie? Da halt nicht. Fährst in eine andere Richtung. Kannst die Sterne hauen? Passiert dann was? Nö. Da ist ein Sternsplitter, sehr schön. Muss ich laufen, dass ich hier was bekomme. Wie gesagt, immer schön ausvorhalten. Aber es gibt auch, wie gesagt, so aber halt versteckte Blöcke, haben wir auch schon gesehen. So Powerblöcke, ich glaube, das sind wirklich so versteckte Blöcke. Und ja. Das kann uns dann die Frau wahrscheinlich immer gut sagen, wo es was gibt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfe. Natürlich dürft ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas verpasst habe. Weil ihr das ja auch so gut wissen könnt, Leon. Aber hey, vielleicht treffe ich damit ja auch noch den Rest von anderen Leuten, die Lust haben, das hier anzuschauen in voller Bandbreite oder in teilweiser Bandbreite, in 50 Hertz oder was auch immer. Aber da oben, eine Violette eines hohen Sterns, wartet bereits hier auf Bob aufs Bombenberg oder so. So, ich will trotzdem erstmal rumlaufen, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Schon gruselig, der Typ uns folgt. Nö, hier ist nichts, ist ja langweilig. Ist ja langweilig, dann gehen wir einfach hier rauf. Willkommen, Mario. Wir haben dich erwartet. Wir sind die sieben hohen Sterne. Unsere Aufgabe ist es, von unserem Himmel heim im Sternhafen aus die Wünsche reiner Herzen zu erfüllen. Wir müssen dir etwas von höchster Wichtigkeit mitteilen. Bitte hör genau zu. Vor einigen Tagen sind Bowser und seine Kohorten in den Sternhafen eingefallen. Sie stahlen unseren wertvollsten Besitz, den Sternenstab, den wir schon seit Anbeginn der Zeit behüten. Der Sternenstab verfügt über eine Macht weit jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Er kann jeden Wunsch erfüllen. Solange wir uns zurückerinnern können, hatte Bowser nur Wünsche wie: Ich will Mario verkloppen oder ich will, dass sich Prinzessin Peach in mich verliebt. Natürlich werden solche Wünsche von uns Sternen ignoriert. Daher gingen seine Wünsche auch nie in Erfüllung. Bowser, dieser Dämon! Als er herausfand, dass wir seine Wünsche ignorieren, stahl er den Sternenstab, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Er scheint jetzt zufrieden zu sein, weil er dich besiegt hat und die Prinzessin entführt hat. Doch schon bald, so fürchte ich, wird er sich noch mehr wünschen. Dann werden schlimme Zeiten anbrechen. Es ist die Pflicht der sieben hohen Sterne, über den Sternenstab zu wachen. Wir müssen ihn Bowser klauen, aus Bowsers Klauen entreißen und ihn wieder an den sicheren Ort bringen. Und um das zu tun, Mario, brauchen wir deine Hilfe. Doch leider. Bist du jetzt stark genug, um gegen Bowser antreten zu können? Bist du jetzt nicht stark genug, um gegen Bowser antreten zu können? Seine Macht ist durch den Missbrauch des Sternenstabs ins Unermessliche gestiegen. Sobald wir sieben wieder im Sternhafen vereint sind, können wir dir die Kraft geben, gegen Bowsers neu gewordene Macht zu bestehen. Mit unserer Hilfe wirst du es schaffen. Mario, wir sind... So sei es. Unser letztes bisschen Kraft ist nun fast aufgebraucht. Obwohl es scheint, als wären wir jetzt hier bei dir, ist dies dennoch nur eine Illusion. Wir müssen all unsere Macht einsetzen, um über eine große Entfernung mit dir in Verbindung zu treten. Doch langsam schwindet unsere Kraft. Bowsers Gefolgsleute halten uns an geheimen Orten im gesamten Königreich fest. Bitte Mario, du musst uns retten. Um Bowser den Sternenstab zu entreißen und Prinzessin Peach zu retten, brauchen wir deine Hilfe. Bitte Mario, du bist unsere letzte Hoffnung, Rayman. Und wir werden... Mario, sieht so aus, als sei die Lage ernster als ich dachte. Ob es der Prinzessin wohl gut geht, ich mache mir solche Sorgen um sie. Mehr Speicher und weiter. Wir sind, glaube ich, immer noch im Epilog. Genau, und jetzt kommt. Haben wir ja schon in der Demo gesehen, in der ersten Folge. Es gibt auch Szenen mit Prinzessin Peach. Mario wurde sicher verletzt. Alle anderen sind im Gefängnis.
Wenn es so weitergeht, wird das Königreich zerstört. Es muss etwas geschehen. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Na, Hilfe würde ich von diesem Typ nicht erwarten. Meine liebe Prinzessin Peach, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Diesmal ist respektlos auf Marius zu warten, mein Täubchen. Wir sind so hoch über den Wolken. Und hier muss der Wahnsinn viel grenzenlos sein. Schnauze, Engine. Nicht mal Mario hat eine Chance. Und so, ich muss der Wahnsinn so grenzenlos sein. Ihr wisst, Prinzessin, solange ich diesen Sternen Massagestab habe, kann niemand im gesamten Königreich gegen mich bestehen. Ihr kennt die Macht, die alle Wünsche erfüllt. Sie ist nun mein. Ist das nicht einfach wunderbar? Dell, stellt euch nur vor, welche Zustände jetzt in eurem Reich herrschten. Eure Untertanen sind völlig am Ende, weil ihre Wünsche nicht mehr erfüllt werden. Oh, wie überaus reizend, so wie uns Cooper seit Jahren behandelt. So wie sie uns Cooper seit Jahren behandeln, haben sie das auch verdient. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, Prinzessin, dann müsst ihr mich nur bitten, ich kann nämlich Wünsche erfüllen. Natürlich werde ich nur jene Wünsche berücksichtigen, die mir auch gefallen. Denkt darüber nach. Ja, gehabt euch wohl, Prinzessin. Genießt euren Aufenthalt hier. Und schön brav bleiben, Prinzessin. Verursacht keinen Ärger. Blahahaha. Oh, bitte, wenn mir nur jemand helfen würde. Hä? Hallo Prinzessin Peach, erfreut dich kennenzulernen. Mein Name ist Twink. Twinke, Twinke, Patrick Star. Aber du bist doch ein Sternenkind. Wie bist du hierher gekommen? Ich komme vom Sternhafen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist es, alle guten Wünsche zu erfüllen. Oh, du bist gekommen, weil ich mir gewünscht habe, dass mir jemand hilft? Ja, natürlich. Oh, das ist ja großartig. Vielen Dank, dass du gekommen bist. So lautet mein Wunsch. Geh und hol den Sternstab von Bowser. Kannst du das tun? Verzeihung, das ist ein bisschen viel für einen Neuling wie mich. Vielleicht könnte einer der hohen wertvollen Sterne das tun. Es tut mir so leid, bitte wünsch dir etwas Einfacheres, so auch einen kleinen Stern wie ich dir verbringen kann. Dann kannst du mich von hier wegbringen? Jeder in meinem Palast wurde gefangen genommen. Ich muss sie so schnell wie möglich retten. Oh, es tut mir leid. Ich fürchte, auch diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich wurde erst vor einem Tag in den Sternhafen gerufen, daher kann ich noch keine großen Wünsche erfüllen. Wenn ich nur ein strahlender Stern wäre, könnte ich dir sicherlich helfen. Ist schon gut. Sei nicht traurig, Twinke, Twinke, Patrick Star. Mario wird ganz sicher etwas unternehmen, um uns alles zu retten. Einfach positiv bleiben. Er ist vielleicht schon auf dem Weg. Oh, Twinke, Twinke, Patrick Star. Kannst du mir ein Sandwich bringen? Ich meine, könntest du Mario finden? Ich möchte, dass du ihm das hier gibst. Das ist doch ein Glücksstern. Okay, ich werde es tun. Ich werde so rasch wie möglich ins Pilzkönigreich hinabfliegen. Oh, warte, Twinke, Twinke. Warte eine Sekunde. Kannst du auch Mario sagen, dass es mir gut geht, der sich keine Sorgen machen soll? Ja, kannst du ihm das mitteilen? Natürlich. Ich werde ihm deine Worte überbringen, Prinzessin. Verzweifle ich. Ich werde bald wieder da sein. Also pass gut auf dich auf. Sind wir jetzt bei To the Moon oder was? Mario, wo bist du? So. Wir müssen die 7 hohen Sterne befreien und mit deren Hilfe können wir Bowser besiegen. Okay. Klingt nach einem Plan. Wir wissen ja schon zumindest aus der Sequenz, dass wo der erste ist. Aber Mario weiß das noch nicht. Oh, es tut mir so leid. Ich bin wirklich in Eile. Oh, bist du? Du bist doch Mario.
Den Sternen sei Dank, ich habe dich gefunden. Wie geht es dir? Mein Name ist Twinke. Twink, Prinzessin Peach hat mich dir gebeten, bat mich, dir etwas zu bringen. Hier ist es. Hier bitte sehr, nimm es. Du hast den Glücksstern, ein Anhänger, der von den Ersatz des Action-Kommandos, der den Einsatz des Action-Kommandos erlaubt. Was? Was? Verstehe ich gar nicht. Also kein Orden, ist einfach ein Kriegsgesetz. Das ist der Glücksstern von Prinzessin Peach. Jetzt, da er dir gehört, kannst du das Action-Kommando einsetzen. Erlaube mir, dir zu erklären, wie du dieses Kommando anwenden kannst. Ja, mach mal. Okay, lass es mich erklären. Mal sehen. Du da. Ja, du hinter Mario. Darf ich dich bitten, mir bei einer kleinen Demonstration behilflich zu sein? Ich? Man nennt mich Gumbario. Natürlich helfe ich dir. Gut, Mario und Gumbario, lasst uns beginnen. Gewährst du das, was ich schon mal angesprochen habe? Zuerst Mario. Wähle die Sprungkommando und wähle den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Okay, jetzt kommt genau das, was ich meinte. Kurz vor der nochmal A drücken. Hast du deine Wahl getroffen? Erscheint das Action-Kommando, Erklärungskommando. Jetzt, kurz bevor du den Gegner triffst, drück genau jetzt A. Wenn das Wort gut erscheint, hast du das Action-Kommando erfolgreich angewendet. Ist es dir gelungen, erhöht es die Effektivität deines Angriffs. Okay, jetzt Gumbario versuchen, Mario anzugreifen. Okay, jetzt geht's los, Mario. Jetzt. Drücke A, kurz bevor du den Gegner trifft. Okay, das ist ein Blocken, okay. Schaden verringern. Und gleich nochmal mit dem Hammer. Hast du ein Ziel außer Korn, drücke den Joystick nach links. Okay, drücke den Joystick. Beginnt zu leuchten, sobald dein Angriffsgrad überschreitet, dann kannst du loslassen. Okay, also quasi aufladen und dann... Ich wollte mich gerade um Blackie kümmern, so in der Aufnahmepause, und er wollte nichts. Und jetzt so rastet er wieder aus. 18 Minuten, Blackie, ja? Naja, guck mal, ich will noch kurz noch ein bisschen üben, tatsächlich. Haha, Gumbario. Okay. Vielleicht kann man jetzt noch längere Kombos machen, ich weiß nicht, aber jetzt nochmal die Verteidigung. Ah. Aha. Ein wenig zu früh. Ein Beam ist zu früh, ist auch voll spät. Ich würde nicht sagen, dass es zu früh war, aber gut. Aber halt mehr Schaden zu machen, ist einfach eine ganz gute Sache auf jeden Fall. So. Okay, so früh sagt er mir die ganze Zeit, dann drücke ich halt später. Okay, also quasi wenn er mich berührt, muss ich drücken. So. Moment mal, das Training. Vielleicht genau das, was man meinte, und jetzt können wir das. Okay, cool. Oh, ein Kamek. Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Welch ein törichtes Sternenkind. Ich wusste, dass ich auf Mario treffe, wenn ich dir folgen würde. Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt. Ich sag's Kemikuba. Ihr Lob ist mir gewiss. Vielleicht bekomme ich auch eine Gehaltserhöhung. Und los geht's! Okay, Kampf. Aber erstmal scannen. Das ist ein Kamek. Er setzt einen Zauberstab als Waffe ein. Maximale KP
8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Magische Angriffe sind kein Zuckerschleck. Du solltest diesen Kern sehr ernst nehmen. Komm, mach Powersprung. Verkackt. Ah, ich muss blocken, richtig. Wo ist nochmal den Power... Okay, dann kriege ich einen Punkt mehr erfahren, okay. Wenn ich das Timing schaffe. Ja, mach Kopfnuss und bring's zu Ende. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Also ich denke mal, krieg das hin. Gut gemacht, Mario. Du bist genauso stark, wie man sich das Timing gerade getötet. Ich weiß, dass du Bowser besiegen wirst. Ich kehre nun zu Prinzessin Peach zurück. Zwar bin ich vielleicht zu schwach, um mir richtig helfen zu können, aber wenigstens kann ich dir sagen, dass es dir gut geht. Also Mario, see you later, Alligator. Ah, ach ja. Beinahe hätte ich es vergessen, dir Prinzessin Peachs Nachricht zu überbringen. Es geht mir gut, also sorge dich nicht um mich. Genau das hat sie gesagt. Aber ich hatte noch den Eindruck, dass sie sich sehr einsam fühlt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um euch beiden zu helfen. Bitte, sei tapfer, du musst die Prinzessin retten. Kann sie sich selbst retten? Und fort ist er, zurück zu Bowsers Festung. Was für ein tapferer kleiner Kerl. Okay Mario, lass uns ernst machen. Habe ich Karamek gescannt? Ja, habe ich. Okay, der Sternhafen. Oh Mario! Merlin hat nach dir gesucht. Er lebt in seinem Haus mit dem mutierenden Dach. Er bat mich, dir zu sagen, dass du kommen sollst. Ich wollte gerade dir suchen, aber da bist du ja schon. Merlin bittet höchst selten jemand zu dir nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch, selbst wenn er Besuch hat, verlässt er nur selten das Haus. Okay, dann gehen wir nochmal zum guten Merlin. Merlin ist nicht hier. Hä? Achso. Achso, warum schläft jemand vor meinem Haus? Moment mal, dieses Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Oh, vielleicht? Nein, ja, es muss so sein. Du bist Mario. Ich habe auf dich gewartet. Du hättest früher kommen sollen, aber jetzt bist du hier. Komm rein. Backt sich einfach durch die Tür durch, der Typ. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Merlon. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in den Sternen gelesen, als ich plötzlich eine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr wichtig und es betrifft dich. Aber vorher muss ich noch einige Dinge über dich berichten. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wo soll es anfangen? Es war vor langer Zeit. Einer meiner Vorfahren war gerade auf dem Sternstuppengipfel. Doch eines Tages geschah plötzlich ein großer erschien und ich, Angstgesicht zu Angesicht. Dann der weit entfernte, der fromme war, erhob... Was? Ich war noch so jung, ich glaube an... Doch unsere Herzen waren... Und dann... So. Okay, verstehe. Und nur das zählt. Hä? Hey! Mario? Hast du überhaupt zugehört? Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm zu mir. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzessin Peach so schnell wie nur Menschen möglich zu retten, aber meiner Vision zufolge solltest du zuerst zur Festung der Koopa-Brüder gehen. Um sie zu erreichen, gehe auf die Straße vor dem Toadhaus in Richtung Osten. Okay, tschüss. Okay, da sagt es, wo wir lang müssen, wenn wir dumm sind. Okay, alles klar. Müssen wir uns heilen? Ich glaube ja, ne? Komm, heilen. Thank you.
Du bist da gar nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Zur Festung der Kuba-Brüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du solltest definitiv nicht gehen. Und auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlin um Hilfe bitten. Die Typen sind sehr verdächtig. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine für dich. Denk gar nicht dran. Okay. Ich habe das Gefühl, das sind die Kuba-Brüder. Die Kuba-Brüder. Oh Mario, möchtest du den Weg über die Zukunft weisen soll? Nein. Okay. Was sagst du? Merkwürdige Toads blockieren den östlichen Ausgang von Tortown, das darf nicht sein. Das ist lächerlich, so etwas habe ich noch nie gehört. Noch nie! Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Folge mir, ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Sind das die Toads, von denen du gesprochen hast? Ich sagte doch, dass du hier nicht vorbei kannst. Zisch ab! Ihr seid doch gar keine Toads, oder? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnuckelige, normale Toads. Zeigt euer wahres Gesicht. Dachte ich mir. Ihr seid die Kuba-Brüder. Wie hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt. Verdammt. Melanzano, Citronello, Asparago, Rückzug, einstweilen. Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Kuba-Brüder. Du musst sie in ihr versteckte Festung der Kuba-Brüder verfolgen. Oh Mario, einen Teil deiner Zukunft habe ich dir noch verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Koopas mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Oben in Cooperheim. Findest du vielleicht etwas, das die Sache klären wird? Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Okay, ein neuer Verbündeter, würde ich fast behaupten. Kapitel 1. Schnapp dir die Cooper, Bruder. Na komm, jetzt wird wieder das komplette Bild quasi ausgefüllt, so wie ich es geschnitten hatte in der ersten Folge. Interessant. Also ich sehe gerade, ja, aber ist okay. Ach, Blackie, noch 7 Minuten. Oh, hi. Gegnerischer Erstangriff. So. Sprung auf den Bumba. Ah, verkackt. Das ist ein Cooper, jeder kennt sie. Das sind Bowsers Gefolgsleute. Maximal KP 4, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sie haben harte Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legen kannst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Dann ist es viel leichter, sie zu besiegen. Du kannst sie durch einen Sprung oder mit der Hilfe eines Powerblocks auf den Rücken legen. Ich muss verteidigen. Also jetzt mal. So, noch einen Sprung üben. Oh, und dann verliert er die Verteidigung. Okay, nett. So. Töten wir jetzt mal den ollen Goomba. So, der Typ ist immer noch. Liegt immer noch auf dem Boden. Dann, ja, machen wir den Powersprung. Wie nur 4 Sternpunkte? Was ist das denn? Betrug? Na, Blackie, ja. So. Aber ich glaube, in den letzten 5 Minuten werden wir dann auch mit Kämpfe verbringen. Also passt das, glaube ich, soweit schon. Noch einen Sprung auf den großen Typen und wir schaffen ja auch. Mann, warum kriege ich das nicht mehr hin? Die Verteidigung geschafft.
Okay, so machen wir das. Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln und hoffen, dass die gute Jugend spielt. Ihr kennt das, ne Blackie? Ja. Mensch, Hühner. Und so. Erster Angriff erfolgreich, sehr gut. Na Blackie, ja, mein schöner Blackie. Weil der braucht einen Hammer, der Kleine. Ich hab den Hammerwurf habe ich auch noch. Trifft einen beliebigen Gegner mit dem Hammer. Na Blackie, ja. Komm, dann mach Gumbario machen. Komm. Ach, wieder verkackt, man kennt es. Ich muss dafür ein Gefühl entwickeln. Mal gucken. Okay, auch beim Berühren. Also wenn er mich beim Angriff berührt, dann genau dann drücken und halt auch beim Raufspringen. Genau dann. Ergibt ja auch Sinn, weil da mache ich dann nochmal so hopp. Also gibt schon Sinn, ja. Was ist das hier? Ein Eiter, sind diese Superblöcke, oder? Du hast den Spindelhieb-Block gehalten, verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Ja, ich brauche auf jeden Fall BP. Klicks gibt's auf jeden Fall BP. Was haben wir denn hier? Hammerwurf. Ja, nee, lass es erstmal so. Furchtiegel, ruft einen schrecklichen Geist dabei, der die Gegner verjagt. Das ist halt keine Ahnung. Ich möchte die Gegner nicht verjagen. Wisst ihr? Ich möchte die Erfahrungspunkte haben. Ach. Ich hätte einfach raufspringen müssen, dann würde er halt einfach direkt am Boden liegen. Vielleicht auch ganz praktisch. Na komm, mach ich mal. Setz ihn jetzt einfach mal ein. Weil links direkt auf dem Boden haben keine Verteidigung mehr. Und dann kann Gumbario auch einen direkt killen. Sehr gut. Kein Item. Komm, mach mal den Hammer. Wie ihr sehen könnt, kriegt er halt dann jeweils, also je weiter man kommt, je weiter man spielt, da kriegt man halt für die gleichen Gegner halt nur noch weniger Erfahrungspunkte. Logischerweise, wenn man theoretisch besser ist und dann einfach nicht mehr so viel bekommen darf. So, hier gegen den Baum habe ich glaube ich schon geschlagen. Oh, ne, habe ich nicht. Ich hab dich genau gesehen, Kumpel. Ich wollte auf den Kumpel hauen. Meine Güte, Kumpelblasen. War nett, aber... Ja. Alter, jetzt habe ich sogar die Verteidigung aufs Sinn bekommen. Genau, der hatte normalerweise 2 Schaden, aber weil ich es halt richtig gedrückt habe, hat halt nur 1 Schaden gemacht. Okay. Cool. Da. So, fang ich nochmal. Mach du erstmal den vorderen Platz und dann mache ich den anderen mit dem Hammer platt. Ja, habe ich nicht Mühe gegeben zu üben. Ich hätte aber üben sollen eigentlich, aber ich habe es halt nicht gemacht, weil nicht notwendig. So. Mit dem Hammer ist auf jeden Fall leichter, das zu machen, weil man einfach nur nach links drücken muss und loslassen muss. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Los. Die Frage, wie ich jetzt Schluss mache, ist ein Speicherpunkt oder so, das wäre ganz gut, ansonsten wird es dann nochmal zurücklaufen müssen. Ein Schäfchen. Was ist hier?
Ich weiß, was sie ist. Jetzt hoffe ich, kann mir das merken. Ja, oder schreib es in die Kommentare, wenn sie es dann vergessen. Aber wir brauchen dafür den Cooper. Also der Cooper wird der nächste Verbündete sein. Der Cooper wird die blauen Panzer. Dachtet ihr euch wahrscheinlich schon. Der kam mir zu schnell. Kommen wir mal, Schäfchen. Das habe ich eindeutig zu früh gedrückt. Das ist aber wahrscheinlich wieder wach, ne? Ne, der schläft noch. Das ist verrückt. Ich kann auch keinen anderen Gegner mit dem Hammer auswählen, weil der halt einfach... Der ist jetzt hier dran ist. Den Typen nicht in den Kopf muss. Genau bei der Berührung muss ich die Taste drücken. Aber den Hammer kannst du einen beliebigen Gegner treffen. So war das. Deswegen macht er auch nicht mehr Schaden. Einfach nur dafür da, mit dem Hammer jeden Gegner treffen zu können. Okay, verstehe. Okay, mach eine Kopfnuss auf den Typen. Ne, der erste hat ihm keinen Schaden gemacht, wegen seiner Verteidigung, aber jetzt liegt er auf dem Boden, das heißt, jetzt können wir auch richtig Schaden machen. Also jetzt können wir auch, ist seine Verteidigung auf 0 und jetzt können wir ihm richtig Schaden, so, Punkt. Ich hätte die Folge schon wieder oben, aber ich werde irgendwie noch so einigermaßen immer einen guten Punkt finden. Und dann quasi so ein Bildschirm fertig zu machen, finde ich dann immer eigentlich mal ganz, sinnig. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb mache ich jetzt den Bildschirm noch fertig und dann beende ich die Folge. Oh, und die ganzen Blöcke sind auch so unbefriedigend. Aha. So, liebe Leute, ich gehe jetzt off-cam noch speichern und so weiter und mit Leben auffüllen und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder hier an der Stelle wieder. Ich denke mal, jetzt werde ich auf dem Weg gehen und einfach ein paar Gegner noch geplättet haben. Einfach nur für die Erfahrungspunkte. Also ja, bis zum nächsten Mal und ciao.